Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai Dukai. In diesem Video stelle ich dir mein erweitertes Preset vor, mit dem ich immer mal wieder zwischendurch meinen Mix teste. Dann legen wir doch mal los. Hey! Ja! So, du kennst die Situation, du produzierst einen Mix und willst einfach mal zwischendurch testen, wie sich das in verschiedenen Umgebungen anhört, mit unterschiedlichen Endgeräten. Einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie verhält sich dein Mix in, wie gesagt, unterschiedlichen Umgebungen. Und das könnte einfach sein, ein Smartphone auf Lautsprecher, ein Küchenradio, das kann sein im Auto, das kann sein irgendwelche merkwürdigen anderen Geräte, eine Mono-Bluetooth-Box, Bluetooth-Box. Und da hatte ich vor einiger Zeit schon mal hier mein Auerton-Tool vorgestellt und habe das jetzt einfach so ein bisschen erweitert, um so ein paar Dinge einfach nochmal direkt mit reinzubauen, beziehungsweise einfach so ein paar ganz üble Geschichten mit dazu zu bringen. Und das eine ist zum Beispiel, ich habe jetzt hier diesen Track aus ein paar Loops von Bitwig zusammengestellt. Und der Track spielt jetzt, wenn ich den hier im Vollloop laufen lasse oder mit dem vollen Loop laufen lasse, spielt er auf minus 15 Dezibel. So, jetzt habe ich mir hier einfach noch einen Volume-Knopf mit reingebaut, dass ich das jetzt mal künstlich auf die, so knapp an die 0 dB ranziehen kann. Vielleicht sowas in der Richtung. Einfach, um schon mal so ein Gefühl zu kriegen, von der Lautstärke her, was macht der Track, wie laut kann ich den schon mal aufdrehen, wenn es mir nachher auch noch um die Lautness geht. So, und jetzt, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe natürlich das Auraton-Tool, was nichts anderes mit integriert, was nichts anderes macht, als die Bässe und die Höhen abzuschneiden, wie es halt auf manchen kleinen Geräten ist. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt anmache, dann bleibt das übrig. So kann ich zum Beispiel schön prüfen, ob ein Bass zum Beispiel noch hörbar ist. Wenn ich das Ganze jetzt auf einer Monobox mache oder ohne Auraton auf einer Mono, und was ich gemacht habe, ich habe hier noch so einen AB-Knopf gemacht, der, wenn ich da drauf drücke, alle, sieht man hier schön, wird blau, hier alles deaktiviert, was ich hier gerade reingedrückt habe, außer das Volume, damit man so einen ungefähren gleiche Lautstärke hat, wird das ja nicht verändert, weil man will es ja dann auch nicht in unterschiedlichen Lautstärken hören. So, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe hier noch einen Mid-Side-Low-Cut gemacht, also das heißt, in den Seiten wird nochmal einen Low-Cut gefahren, sodass die Bässe aus den Seiten rausgenommen werden, wenn da zu viel Bässe drin sind. Dann habe ich hier noch einen Saturator mit einer relativen Standardeinstellung mit reingenommen. Der macht natürlich einiges hier lauter, deshalb geht es hier auch über Plus. Aber man kriegt schon mal so ein bisschen den Eindruck, was der Saturator mit dem Sound macht, vor allem mit den Mitten und den hohen Mitten. Dann habe ich noch ein Tool drin, das mir in den Höhen noch ein bisschen einen Chorus zur Stereo-Verbreiterung mit reinballert. Und zum Schluss auch nochmal zusätzlichen Kompressor, weil manche Geräte haben tatsächlich nochmal eine Kompression drin. Und wenn ich jetzt alles einschalte, das ist vielleicht ein Ticken leiser, und im direkten AB-Vergleich, kriegt man schon mal so eine leichte Idee, was da passiert. Was mit dem Preset hier auch natürlich schön ist, mit diesem Volume-Knopf, ist diese Abhöre in drei verschiedenen Lautstärken, nämlich in der Lautstärke, in der ich mixe, zum Beispiel in der hier, in einer jetzt nicht super lauten Lautstärke. Ich kann es natürlich auch super leise machen, um einfach zu hören, wenn ich das super leise mache, sind noch alle Elemente hörbar, die wichtig sind für diesen Song.
Wenn ich hier alles noch höre oder wenn ich zum Beispiel ständig nur noch Hi-Hats da höre, so tz, 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 die ganze Zeit, weiß ich, okay, die Hi-Hats sind einfach viel zu laut. Na, oder wenn wichtige Elemente hier nicht mehr hörbar sind, dann ist der Song ja auch nicht mehr erkennbar an solchen, wenn er relativ leise gespielt wird. Dann ist auch ziemlich klar, okay, da stimmt was in der Balance nicht. Oder ich mache den halt irgendwie sehr relativ laut. Und kann mit der Lautstärke dann zum Beispiel nochmal prüfen, sind die Bässe viel zu laut da drin? Oder sind andere Elemente stechen mit höherer Lautstärke einfach krasser hervor? Zum Beispiel. Was ich hier nicht reingebaut habe, ist einfach ein Peak Limiter, weil oder irgendeinen anderen Limiter, weil ich oder einen Clipper oder sowas, weil ich hier kein. Ich wollte hier kein zusätzliches Gerät drin haben, was mir den Output limitiert. Wäre eventuell noch möglich gewesen, das hinzuzumachen, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein anderes Endgerät noch einen Clipper hat, aber das wäre dann einfach auch nur ganz normale Übersteuerung. Da weiß ich jetzt nicht, wie wichtig das ist. Das ganze Tool hier ist im Endeffekt nichts anderes als ein Chain Device. Mit dem Volume drehe ich hier die Wet Gain rum. Und was sich hier drinnen verbirgt, habe ich ja teilweise schon angesprochen, dass hier mit Sidesplit, mit den Seiten, die hier verändert werden können. Dann gibt es den Saturator hier, den Auratune EQ, der standardmäßig so eingestellt ist. Dann habe ich hier noch einen Multiband mit dem Chorus, der in den Höhen einfach einen Chorus macht, wenn ich will. Den Kompressor und ein Tool, der das Ganze hier auf Mono stellen kann. So, was jetzt hier an diesem Preset auch noch besonders schön ist. Das hier sind Remote Controls. Das heißt, ich kann das hier einfach mit einem Controller kontrollieren, dem, dass ich den hier einfach so benutze. Ich muss überhaupt nicht die Maus benutzen, wenn ich sowieso an einem Controller dran bin. Dann kann ich das ganz einfach anmachen. Und was ich da noch gemacht habe, ist, dass ich da eine zweite Seite hinzugepackt habe, die Feintune-Seite. Und da kann ich dann, wenn ich unbedingt irgendwie nochmal was machen möchte, kann ich dann hier Low Cut und High Cut für den Auraton hier, für den hier nochmal verändern. Ich kann hier den Side Cut nochmal verändern, vielleicht ein bisschen tiefer machen, vielleicht auf 100 runter oder vielleicht auch sogar höher auf 150 machen. Ich kann vom Saturator den Drive noch ein bisschen mehr reindrehen und ich habe hier sämtliche Controls für den Kompressor noch. Und der Kompressor ist der Standardkompressor von Bitwig mit dem Make-up-Gain enabled, wollte ich jetzt sagen. Aktiviert im Deutschen. Und denke mal, bei irgendwelchen Geräten, wo sowas tatsächlich drin ist, wird vermutlich auch ein Make-up-Gain drin sein. Deshalb habe ich das Ganze so drin gelassen. So, und das Ganze sieht dann halt nachher so aus. Und das Preset habe ich immer deaktiviert, quasi in meinem Master-Track, beziehungsweise in meinem Two-Bass-Track oder in. Ich arbeite ja immer mit einem globalen Track hier, bevor das hier in den Two-Bass reingeht. Und da sitzt der dann immer mit drauf, deaktiviert. Und sobald ich den brauche, aktiviere ich den dann einfach hier mit Active oder hier nochmal. Das heißt, wenn der sowieso deaktiviert ist, dann verbraucht er auch noch nicht mal CPU, egal was da alles drin steckt. Das kann man natürlich noch erweitern um eine ganze Menge Sachen mehr. Aber das sind so die hauptsächlichen Funktionsweisen, die ich mit dem Tool einfach benutze. Und zwar relativ regelmäßig, alles schön zusammengefasst, sodass ich einmal ganz kurz durchchecken kann und mit einem AB-Vergleich so direkt dann einfach so auch Kombinationen schön miteinander vergleichen kann. So, das war's dann auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.